2018 wurde Gregor Gysi 70. Auf dem Konto der kultigen Figur der deutschen Linken eine große politische Karriere. 2 Scheidungen, 3 Herzinfarkte und ein dickes autobiografisches Buch. Ein Leben ist zu wenig, heißt es, und der Name ist auch Programm. Von sich selbst behauptet Gregor Gysi mittlerweile, sein 6. Leben zu leben. Das erste davon war die steile Karriere des jüngsten Anwaltes der DDR. Das 2. verbrachte er an der Spitze der PDS, das 3. als Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag und so weiter. Sein aktuelles, also sein derzeitiges echtes Leben, verbringt Gregor Gysi neben der Führung der Europäischen Linken als Gastredner und Buchautor. Am 26. September war er in Güstrow zu Besuch, auf Einladung der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung, kurz AWG. Seine Thesen, gewohnt frisch und polarisierend. Karl Marx ist missbraucht worden. Er hat zum Beispiel gesagt, dass die Freiheit des Einzelnen die Voraussetzung und Bedingung der Freiheit aller ist. Und im Staatssozialismus wurde gesagt, die Freiheit aller ist die Voraussetzung für die Freiheit des Einzelnen. Und da so viele in Asien und Afrika noch nicht frei sind, kann auch der Einzelne bei uns nicht frei sein. Zu Karl Marx pflegt Gregor Gysi übrigens eine ganz persönliche Beziehung. Und zwar als sein Interviewer. Sein jüngstes Buch heißt Marx und wir und ist in der Form eines fiktiven Interviews zwischen dem Genossen Gregor und Karl aufgebaut. Die beiden reden über Gott und die Welt und nicht zuletzt über die Gegenwart Deutschlands. Sind bei uns Einigkeit und Recht und Freiheit im Osten wie im Westen gleichermaßen angekommen? Die Anhänger des ersten FC Bayern München sind natürlich gegen alle anderen Fußballmannschaften etc. Aber wenn dann die deutsche Nationalmannschaft spielt, dann sind wieder alle zusammen für die deutsche Nationalmannschaft. Also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir eine Internationalisierung erleben und nicht alle damit umgehen können. Nur zu gerne würde Gregor Gysi die gesamte deutsche Politik und auch die des Vereinigten Europa auf seine Weise umkrempeln. Zeit dafür meint er noch zu haben, aber nicht unbedingt die Lust oder ehrlich gesagt die Möglichkeiten. Was der kultige Linkspolitiker trotzdem dem Bundeskabinett dringend empfehlen würde, wäre dieses: Das Beste aus der DDR mit in die Zukunft zu nehmen. In einigen Fällen hat das sogar fast automatisch funktioniert, wie zum Beispiel bei der Genossenschaftsidee. Also die Genossenschaftsidee mit der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung, was wir Tag für Tag erleben, um unsere Mitglieder zu fördern, speziell in der Wohnraumversorgung, ist natürlich eine gesellschaftliche Verantwortung, die jetzt bei unserer Genossenschaft auch schon über 60 Jahre tief verwurzelt und verankert ist. Und das Genossenschaftswesen in Deutschland, auch weltweit, ist, finde ich, genau der richtige Mittelweg zwischen den verschiedenen Gesellschaftssystemen, auf der einen Seite Sozialismus und auf der anderen Seite Kapitalismus. Auch im nächsten Jahr wird die AWG Güstrow-Parchim und Umgebung interessante Gäste bei sich willkommen heißen. Welche Politiker auf dem Wunschzettel der Genossenschaft stehen, bleibt allerdings noch ungewiss.